Ja, herzlich willkommen hier. Ja, Samstagabend, Viertel nach acht. Beste Zeit, um einfach nochmal loszuzocken. Und zwar wie üblich, naja, üblich ist es nicht, aber irgendwie dann schon. Ja, ein schönes Spielchen. Zumindest hoffe ich, dass es sich dahin entwickelt. Ich hoffe, ihr seid fleißig dabei, die Folgen auf YouTube zu gucken. Naja, bis jetzt kam erst der erste Teil, auf den ich gestern Mittag schon aufgenommen habe, aber der Rest folgt jetzt nach und nach. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch dort auf jeden Fall mal hin verirren würdet. Wir switchen nochmal ganz kurz die Szene und legen dann auch direkt los und laden, speichern 000. Und los geht's. Ja, bisher haben wir die ersten drei Kapitel gespielt, die die Quests so hergeben. Und wir haben ein kleines Häuschen, eine Werkstatt und die nötigen Basis-Skills zum Jagen auf jeden Fall auch erlernt. Von daher bin ich gespannt, wie sich das jetzt weiterentwickelt und wie sich das weiter durch das Spiel zieht. Und was unsere nächsten Aufgaben sein werden. So, die Texturen rendern nach. Es ist Abend. Das heißt, wir beginnen die Folge damit, dass wir schlafen gehen. Sehr praktisch. Gut. Dann legen wir uns schlafen und wir kommen in die Saison Herbst. Na, durchgespielt haben wir bisher Sommer, nein, Frühling und Sommer. Bleiben wir bei der Reihenfolge. Ja, wir müssen auf weitere Ereignisse warten. Sollte für uns jetzt nicht so das Problem darstellen. Wir gucken mal nach unseren Feldern und sehen da, die Zwiebeln sind tot, die hätte ich ernten sollen. Okay. Und die Karotten kann ich sammeln, dann mache ich das jetzt auch. Da haben wir auf jeden Fall auch Karottensamen wieder rausbekommen. Das ist schon mal gut. Das heißt, was man im Frühling sät, muss man im Sommer ernten. Ergibt durchaus Sinn. Wo haben wir denn die Hacke? Auf A4. Mal gucken. Du benötigst Dünger. Okay, dann müssen wir Dünger kaufen gehen. Na, verstauen bitte. So. Ja, wir können es aber auch nochmal waschen. Nie verkehrt, immer schön mit den Leinenklamotten in die Waschwanne springen. Wunderbar. Die Bäume erstrahlen voller Pracht. Wie gesagt, Werkstatt haben wir. Wir schauen mal, was wir im Dorf werden können. Wie viel Gold haben wir denn? 118, ja. Haben wir den Kram, den wir gut verkaufen können? Stöcker und so ein Quatsch, ne? Bringt alles zwar nicht viel Geld, aber ist zuhauf in dieser Welt vorhanden. Von daher nehmen wir die einfach mal wieder mit. Transfer und zwar 11 Kilo. Achso, wir können auch die Maus nehmen. 11 Kilo bitte, jawohl. Ja. Leicht angeladen sind wir, aber noch nicht überladen. Hier, die Bäume verschwinden auch bald, die mache ich auch noch platt. Aber vielleicht erst nächsten Frühling. Mal gucken. Gehen wir es an. Erstmal hier wieder bei den Mädels guten Tag sagen. Ne? Wir brauchen gerade noch eine Frau, haben wir gehört. So, hallo Fremder. Ich bin vor kurzem in diese Lande gekommen und kenne dich nach Leben. Was kann ich für dich tun? Ah, hast du einen Moment Zeit? Tut mir leid, sie will die Zeit nicht mit uns zu Gesprächen verbraten. Schade. Wer bist du? Die haben auch noch nicht viel miteinander gesprochen. Du bist auch alt. Aber Händler, das ist gut. Da können wir mal ressourcenlos werden. Nee, Karotten, Johanniskraut nicht so billig. Da. Stock.
verkaufen. Alle. Verkaufen. Pelz, Leder, Karottensaft, das können wir alles mal behalten. Was bietet sie denn sonst so an? War es nichts, was ich gebrauchen könnte? Na, vielen Dank, auf Wiedersehen. So, das ist die Taverne. Naja, nicht die schönste, aber... Naja. Was will man machen? Dann gucken wir mal hier. Hier habe ich, glaube ich, zuletzt die Karottensamen. Ja, Zwiebelsamen, genau. Zwiebelsamen, aber ja, wir nehmen mal 6 mit. So. Da. Zwiebelsamen, Karottensamen. Alles gut. Stroh. Wo haben wir denn das Stroh jetzt hier? Ah, dann ist vielleicht aus den Strohhalmen Stroh geworden. Das kann natürlich sein. So, Adelina, ich muss dann auch wieder. Hallihallo. Hallo, hast du einen Moment? Entschuldigung, meine Mutter sagt, ich soll nicht mit Fremden sprechen. Ja, schade, du bist nicht volljährig. Dann darfst du das wohl nicht. Na gut. So, Unikus, das ist auch ein Händler. Na, mal gucken, was wir bei ihm so werden können. Hallo, zeig mir deine Waren. Was gibt's denn da? Ach so, Flachs, Flachshalm, Leinen, Faden. Tasche. Was kann man mit der Tasche machen? Ein Behälter für Saatgut oder Dung. Er kann in der Näherei hergestellt werden. Ja gut, dafür habe ich auch den einfachen Sack sonst noch. Und jetzt fällt mir wieder ein, was ich brauche. Ne, tut mir leid, ich gehe dann weiter. Du hast nichts für mich. Ist hier noch irgendwo? Da ist noch ein Händler. Da gibt es dann vielleicht Dünger. Das wäre ja mal was. Da steht er. Nee, zeig mir erstmal deine Waren. Ich möchte wissen, ob ich Dünger kaufen kann. Und das kann ich. Ich bräuchte 12. Sind 120, ne? Ja, bleiben 60 über. Sehr schön. So, jetzt kommen wir mal fragen. So, ich brauche einige Crafting-Materialien. Würdest du sie mir besorgen? Sicher, gib mir eine Liste. Handwerker. Da, Nebenquest. Was brauchst du denn? 3 Rundhölzer. Kinderspiel, die Axt haben wir immer dabei. Und hier steht ein vielversprechender Baum. Den nehmen wir uns doch direkt vor, müssen wir nicht so weit laufen. Zack. Da lehnt er sich noch kurz an. Und jetzt hat er verloren. Na, komm. Geht doch. 1 Rundholz, 2, 3, 4. Und verstauen. So, das ging schnell, ne? Ich hab alles. 2 Punkte und 50 Gold. Apropos Gold. Technologie. Schaufel. Wir haben die Schaufel gekauft. Was brauche ich, um die zu craften? Crafting-Menü. Cool. Die ist hier nicht drin. Geht das nur... Werkstatt, das könnte sein. Dann gehen wir da mal hin. Aber Edwin hat bestimmt auch noch eine Quest für mich. Ist das da? Nein, da ist. Nein, da, das ist Edwin. Kann ich dir bei irgendwas helfen? Ich habe ein Loch im Dach.
Ich werde dir geben, was du brauchst. Was braucht er denn? Achtmal Stroh. Ich habe noch 14 in der Tasche. Ich habe, was du wolltest. Doch, das war auch leicht, das Geld. Einmal zu den Hammer 44 Münzen. Quest abgeschlossen. Sehr schön. Gibt's noch was hier im Dorf? Nö, sieht so auf den ersten Blick nicht. Aber wir haben hier ordentlich was getan. Ja, das wäre jetzt Clown, das wollen wir nicht. Nein, nein, Clown wollen wir nicht. Aber wir gehen jetzt erstmal zurück in unser Haus und gucken, ob wir die Schaufel in der Werkstatt bauen können. Und was man da sonst noch so alles mit anstellen kann. Und danach gehen wir rüber ins Nachbardorf. Ist doch das Nachbardorf, oder? Ja, nach Borovo. So, Werkstatt. Dann schauen wir doch mal. Steinwerkzeuge. Nein, da hält es nicht runter. Hölzerne Werkzeuge. Schaufel. Es fehlt ein Rundholz. Noch. Wir peilen mal die Lage. Wir lagen mal die Peile. Sieht gut aus. So, die Falle ist jetzt zwar auch hin. Die craften uns auch. Die craften uns direkt neu. Komm. Crafting. Weitere Fallen. Ah, fehlen zwei Stock. Ah, gut. Also muss erstmal ein Baum dran glauben. Dann haken wir den um. Los, zack. Weg mit dem Ahorn. Schaup. Ich trage zu viel. Ja, das, kann ich schon nur, das noch ein Stein. Komm. Noch ein Stein. Ja. Und ein Pilz. Den habe ich auch gesehen. Pilz sammeln. Wo ist mein Rundholz? Ach, da. Da ist noch eins. Oh, Pilz. Ich mag den Herbst. Den Pilzen, das finde ich echt cool. Oh, ich bin verdammt lahm Arsch, weil ich so schwer beladen bin. Ich kriege mich doch ein bisschen leichter. Nicht viel, aber ein bisschen, indem ich die Falle crafte. So. Ja, wie gesagt, das macht mich nicht sehr viel schneller. Ein Pilz. Noch ein Pilz. Hallo, ich sehe den, muss ich doch jetzt sammeln können, Mensch. Dieses Slow-Mo-Laufen, weil man bepackt ist. Noch nicht ganz so balanced, aber okay. Sagt man so schön, man kann nicht alles haben, ne? Kurze Verschnaufpause. Ihr wisst ja, ne? Langsames Gehen. Das verbraucht am meisten Energie. Gut. Schaufel. Schaufel, Schaufel. Schaufel, Schaufel. Schaufel. Dann konnte man doch... Oh, ich glaube, da brauchte ich 10 Rundholz dafür, war das nicht so? Ressourcen. Nee, nicht Ressourcen. Speicher. Genau. 10 brauche ich dafür. Das schaffe ich ja nie im Leben, egal wie viel ich ablade. So leicht werde ich ja nie. So, einen hölzernen Hammer. Den können wir schon mal rauspacken. Die Steinhacke können wir auch wegpacken. Wir benutzen im Augenblick ja die hölzerne Hacke. Wir haben auch die hölzerne Schaufel. Das ist super.
Ach so, ich schleppe natürlich auch noch wieder so viel unnötigen Quatsch mit mir rum. Und Hölzer. 1, 2, 3. Die kommen hier erstmal rein. Den Rest brauchen wir jetzt. Wir gucken hier nochmal rein, ob wir hier noch Rundhölzer drin haben. Nein. Zwiebeln, bla bla. Ja, okay. Einfache Tasche nehmen wir eine. Die müssen wir dann jetzt auch direkt ausrüsten. Da ist jetzt noch Karotte drin. Nein, ich möchte ganz gerne. Genau, kann nicht in dieser Saison gepflanzt werden. Macht schon Sinn. Ich möchte Dünger haben. So, gedüngtes Feld. Frage, muss ich hier düngen? Ungepflügtes Feld. Ja, okay. Ich möchte hier aber auch noch Pflanzfläche von machen. Schade ist nur, dass das nicht aneinander ging. Weitere. Nein, gar nicht wahr. Gebäude war schon richtig. Landwirtschaft. Feld. 1, 2, 3. So, das müssten jetzt 12 Felder sein. Das waren 3. Ah, ja, 4. Siehst du, genau. Das ist ein 12er Feld, schön groß. Lebensmittellager haben wir freigeschaltet. Auch fertig bekommen. Können wir hier direkt weitermachen. Wahrscheinlich jetzt total doof, dass wir ich könnte noch Getreide kaufen. Ich könnte noch mal wieder Stöcker mitnehmen. Dann könnten wir uns Roggen und so kaufen. Anpflanzen können. Wir gucken nochmal. Gepflanzt werden können keine Zwiebeln, keine rote Beete, kein Kohl und keine Karotten. Dafür aber Flachs, Roggen, Hafer, Weizen. Ja, okay. Dann. Hier ist das zwischen, ne? Ja. Den Dünger komplett ablegen. Die Karottensamen komplett ablegen. Die Zwiebelsamen halt, Zwiebelsamen komplett abgeben und dafür alle Stöcker einladen. Kann ich den einfach ablegen? Ja, kann ich wieder ablegen, sehr gut. Auf der 8, okay. Trinkschlauch auffüllen gehen und dann gehen wir nochmal ins Dorf einkaufen.